Jo Leute, was geht? Malbro am Start. Ich habe bemerkt, dass ich seit langem nichts mehr auf meinem Kanal gemacht habe, was mir auch selber nicht gerade gefällt, weil ich habe Spaß daran, für euch was zu machen. Und da habe ich mir gedacht, machst du mal ein kleines Projektchen, aber nicht irgendein Projektchen, sondern ein Minecraft-Projektchen. Ist sogar ein großes Projektchen. Also ein Projektchen Biggie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist kein normales Minecraft, sondern ein Feed the Beast Third-Party Modpack. Und ja, das ist. Es heißt Crash Landing. Und ich weiß nicht, was alles da auf mich zukommen wird. Ich weiß nur, dass wir auf einer Insel, auf einer trockenen Insel, gestrandet sind, beziehungsweise abgestürzt sind. Und dass wir auch mit Hunger und Durst kämpfen werden. Und mehr weiß ich eigentlich gar nicht. Und so, dann denke ich mal, fangen wir mal an, ne? Los geht's. Oh oh, es ist Hardcore, okay? Also wenn wir sterben, ist alles weg. Na dann, wollen wir mal loslegen. Ich hoffe, das nicht so lange dauert, sonst muss ich das einfach mal rausschneiden. Aber ich denke mal nicht, dass das sehr lange dauern wird. Und ich hoffe auch, dass es euch gefallen wird. Und ich denke mal, mit Deponia werde ich irgendwann anders nochmal weitermachen. Da habe ich das Problem, dass ich dass Steam meine ganzen Daten gelöscht hat. Und dass ich dadurch dann halt von neu anfangen muss. Aber ich habe im Moment keine Zeit wegen Schule und ein bisschen Privatleben und ja, genau. Ah, da geht's los. Gut. Wir sind hier in irgendeinem Tal. Factory Block, okay. Ah, Fluid Transposer. Okay. Cool, man kann sich auf Tische setzen. Hello and welcome. I am IMPA, or to be more precise, Intelligent Multipurpose Assistant. I am here to aid and guide you in surviving on this hot, dusty planet. The good news is that you seem to have survived the crash landing fine. Good job. The bad news is that the shuttle most definitely did not. Oh well. You are stuck here for the foreseeable future. Speaking of which, you might want to get started setting up a camp. Gather what supplies are left in the wreck, and then see about finding water. It is mighty dry out here. Coole Sache. Muss ich sagen. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Click here to start. Ah. Basic Survival. Ach so, das kann man. Ah, first upsetting. The very basic of survival fluid. Wieso? Ach so, ich schwitze. Oh, cool. Ich schwitze. Sieht man hier links neben dem Buch, dass da so manchmal so Tropfen runterkommen. Das ist cool gemacht. Setting up the very basics of survival: food, shelter, water, especially water. 4 quests in total. 2 unlock quests. Alles klar. Gathering supplies. What has gone before? If you don't care about the backstory, you can ignore this quest safely. There is no actual item to pick up. Just go to the location noted and return. You lost your data tablet in the crash. It contains, among other things, all your personal logs. However, you see something glinting in the sun near the shuttle. Check it out.
Okay, das ist 34 Meter von hier entfernt. Kann man. Ah, so, gut. Das ist programmable. Okay. To start your questbook, use /HQM quest. Sorry for the inconvenience. Was auch immer das heißt. Ich bin nicht gerade der Profi in Englisch, aber Factory Block. Finde ich alles cool gemacht. Wieso habe ich das denn zweimal? Komisch. Steelworking. Da packe ich erstmal. Okay. What's new in Open Blocks? Die packe ich da mal alle. Ohohoho. Da ist eine Waffe. Okay. Was ist das hier? Place board loaders under shell storage or constructor. In case of emergency break everything. Okay. Oh. Quest Delivery System. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich mach das mal gerade leiser. So, ah, guck mal, da haben wir Wasser. Ah, oh, der ist ja riesig. Ja, der ist gut. Bräuchte irgendwie irgendwas zum Schlagen. Aber. Ich jetzt die Waffe? Krieg ich die Waffe? Ich krieg die. Ah, Hilfe! 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 Hilfe, nein! Ah, super. Ja, das war dann von dem Projekt. Bis zur nächsten Folge. Nein, Scherz. Ja. Das ist jetzt doof.